Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo. Das ist jetzt eigentlich die Fortsetzung von dem vorigen Video. Und zwar machen wir nochmal die Stochastik Aufgabengruppe 1 von 2090 B-Teil. Mir sagt, es war die etwas textlich schwere oder anspruchsvolle Aufgabe. Und wir schauen jetzt, wie wir diesen Text auch bei der zweiten Aufgabe aufdröseln. Hier kommt wieder die Angabe. Die ist jetzt diesmal wieder etwas länger. Also ich weiß, wenn jetzt ich so ein Passagierschiff habe und ich habe 60 Leute, dann kann ich jetzt sagen, und das macht die Firma, sagt gut, jeder, der mitfahren will, muss eine Reservierung buchen, muss aber noch nichts zahlen. So, das heißt jetzt, wenn ich aber nur 60 zulasse, dann weiß ich aus Erfahrung, irgendwer erscheint nicht. Es ist irgendwas in der Familie oder sonst was oder man ist krank. Also wie gesagt, ich kann davon ausgehen, dass ein paar Leute nicht erscheinen. Und deswegen lässt die Firma jetzt nicht 60, sondern 64 Leute zu, die reservieren können. So, wenn aber allerdings mehr als 60 bei der Fahrt erscheinen, bei der Abfahrt, dann muss ich leider welche zurückweisen, weil es halt so ist, dass ich halt nur 60 mitnehmen darf. Ja? Ist wasserpolizeilich so festgelegt, ich darf nicht mit 64 rausfahren oder mehr. Also, wie gesagt, das heißt, ich muss dann Gäste abweisen. So, jetzt führe ich eine Zufallsgröße X ein und diese Zufallsgröße zählt eigentlich die Leute, die nicht kommen. Ja? Und jetzt der Einfachheit halber gehe ich davon aus, dass das eine binomial verteilte Zufallsgröße ist, diese Zufallsgröße X. Ich gehe von 64 Teilnehmern aus und die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht kommt, stellt für mich jetzt den Treffer in der Binomialverteilung da, der ist 10%, also 0,1. So, und jetzt soll ich als erstes die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass ich keinen Fahrgast abweisen muss. So, damit fangen wir an. Was bedeutet keinen Fahrgast abweisen? Ja, das heißt, es kommen mehr als 4 Leute nicht. Ja, weil dann passt es. Ich habe 4. Kann ich gerade noch so, dass ich auf 60 komme, aber es müssen mindestens 4 Leute nicht kommen, damit ich praktisch keinen abweisen muss. Ja? Gut, so, das wäre jetzt also das Erste. Das heißt, ich kann jetzt hier den Aufgabentext haben, es wird kein Fahrgast abgewiesen, ist hier auch blau markiert und hier herüben für die Bedeutung, für die Zufallsgröße, es müssen mindestens 4 Gäste nicht erscheinen, also P von 64 unter der Bedingung 0,1% für den Treffer, X größer als 4. So, und jetzt kann ich das ansetzen. Ja? Das kann ich jetzt ausrechnen über das Gegenereignis. Größer als 4 ist 1 minus P von X kleiner gleich 4. Ja? Gleiche Wahrscheinlichkeit, dass P von X kleiner gleich 4, also höchstens 4 kommen nicht, ja? Und das reicht ja dann im Endeffekt, ist das Gegenereignis zu mehr als 4 kommen nicht. Ja? Und wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeiten so zusammenhängen, wenn ich die Wahrscheinlichkeit hier weiß und subtrahiere ich die von 1, dann gehe ich diese Wahrscheinlichkeit heraus. So, gut. Das hier können wir allerdings mit der Binomialverteilung modellieren. Ja? Das heißt, das hier, P von X kleiner gleich 4, das wäre 1 minus F. Oben schreibe ich das N hin, das sind diesmal 64. Und unten schreibe ich die Trefferwahrscheinlichkeit hin, die ist 0,10 von 4. So, und diesen Wert, den kann ich jetzt in der auf der Angabe befindlichen Zusatztabelle ablesen und bekomme einen Wert und kann dann die Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Kann ich hier machen. Dieser Wert für F von 64 0,10 von 4, der ist 0,10629. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter den 64 Leuten mehr als 4 nicht kommen, 0,89371, also rund 89%. So, das war die erste Teilaufgabe. Jetzt wird es noch interessanter. Jetzt kommen wir zu B. Und zwar heißt es da, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fahrgast abgewiesen werden muss, ist ja kein schönes Ereignis, wenn ich sage, du bleibst da. Das will man so niedrig wie möglich halten. Und es soll also höchstens 1% betragen. Und jetzt will ich ermitteln, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sein muss, dass ich das einhalten kann, dieses 1%. Also ich will die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fahrgast nicht erscheint, das ist also mein kleines p, ja, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand nicht kommt. Und jetzt will ich wissen, wie hoch muss diese Wahrscheinlichkeit klein p sein, damit ich
höchstens mit 1% Wahrscheinlichkeit jemanden sagen muss, sorry, Schiff ist voll, bei der nächsten Fahrt bitte. Ja? So, und jetzt machen wir uns das wieder kenntlich. Ein Fahrgast muss abgewiesen werden. Was bedeutet das? Naja, das bedeutet, es kommen höchstens 3 Leute nicht. Ja? Weil, wie gesagt, wenn 3 Leute nur nicht kommen, dann sind es 61 und da muss einer zu Hause bleiben. Also ist es genau diese Wahrscheinlichkeit, die ich suche, die Wahrscheinlichkeit P unter dem 64 mit der Trefferwahrscheinlichkeit klein p, dass x kleiner gleich 3 ist, das heißt höchstens 3 Leute kommen nicht und diese Wahrscheinlichkeit soll 0,01 sein. Das ist genau das, was jetzt in diesem Text hier drin steht. Und jetzt löse ich diese Aufgabe wieder über die Binomialverteilung. Ja? Ich kann sagen, ja gut, was ist p von 64 unter der Trefferwahrscheinlichkeit p von x kleiner gleich 3? Naja, das ist die Verteilungsfunktion groß f von n gleich 64 mit der Trefferwahrscheinlichkeit klein p, die steht unten, von 3. Und die ist gleich 0,01. So, jetzt, wie kriege ich jetzt da die Lösung von dieser Gleichung raus? Wie kriege ich das klein p raus? Dazu brauche ich jetzt diese abgedruckte Tabelle. Und ich habe jetzt hier einen Platz für die ganze Tabelle, deswegen habe ich einen Teilausschnitt hier mal herausgenommen. An dem kann ich das schön erklären. Nach rechts seht ihr hier die Trefferwahrscheinlichkeiten eingetragen und nach unten die Anzahl der Treffer. Ja? Und die Anzahl der Treffer ist mindestens, also hier, wenn ich k gleich 0 habe, dann habe ich höchstens 0 Treffer. Wenn ich hier gleich k gleich 3 habe, habe ich höchstens 3 Treffer. Also ich brauche die Zeile, wo k gleich 3 drin steht. Und jetzt gehe ich hier rüber und suche, welcher Wert möglichst nah an diese 0,01 hingeht. Und jetzt kriege ich hier 0,016. Ja, das sind schon eher 2%, der ist zu groß. Dann habe ich hier 0,009. Ja, der geht schon genau in die Richtung, bisschen zu klein, aber recht nah dran. Und dann habe ich den nächsten, der ist noch kleiner, der ist 0,05. Also sehen wir, der mittlere Wert hier, das ist der, der den hier am nächsten kommt. Deswegen nehme ich den hier raus. Also das ist also mein gesuchter Wert. Und jetzt gehe ich praktisch hier in dieser Spalte nach oben, bis ich bei P bin und lese den Wert für P ab, der ist 0,15. Also kann ich sagen, wenn ich haben will, dass die Verteilungsfunktion f von 64 unter der Trefferwahrscheinlichkeit p den Wert 0,01 annimmt, dann muss ich für p gleich 0,15 wählen. Also ich muss davon ausgehen können, dass jemand nicht kommt, dass da die Wahrscheinlichkeit bei 15% liegt. Jo, und damit war die Aufgabe schon fertig. Und wie gesagt, so schlimm war sie gar nicht, wie damals die Emotionen hochgekocht sind. Wie gesagt, was aber hier wirklich wichtig ist, man muss den Text gut auseinander klamüstern. Und wie gesagt, was bei so komplizierten Texten oft hilft, ich mache mir eine kleine Tabelle, da schreibe ich einen Ausschnitt von dem Aufgabentext rein und überlege dann, was das für meine Zufallsgröße, die ich betrachte, bedeutet. Und wenn ich das so mache, dann komme ich sehr schnell zum Ziel, wie man hier sieht. Ja, und damit bin ich schon fertig. Ich danke mich fürs Zuschauen, habe mich gefreut, dass ihr bei mir eingeschalten habt. Ich hoffe, es hat euch auch was gebracht und ich wünsche jetzt noch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn du bei einem der nächsten Lernvideos wieder reinschaust. Bis dahin verbleibe ich mit einem freundlichen Servus.